Hallo ins Land des Fußball-Weltmeisters. Hier ist euer Marc mit einer Videobotschaft an Familie und Freunde. Einfach mal, um euch zu zeigen, an diesem herrlichen Augustsonntag mit warmen 16, 17 Grad, wie wunderschön es hier bei uns in Adnamurchen ist. Gebe euch jetzt einen Rundblick. Ich bin auf Ben Hiant, das ist der größte Berg hier mit 528 Metern und einem herrlichen Blick auf die inneren und äußeren Hebriden. Fang dann mal an. Dort unten in der Bucht, da lebe ich, in 5 Autominuten von hier weg. Das ist Loch Sunat, Meeresarm vom Atlantik, auf den ich jeden Morgen vom Schlafzimmer und vom Wohnzimmer aus gucken kann. Das ist die Halbinsel Morvan. Dann geht es hier rüber. Das ist die Isle of Mull mit der Ortschaft Tobermory. Da kommt auch gerade die Fähre rüber nach Kilchoen. Isle of Mull ist eine der größeren Inseln der Inneren Hebriden. Dann geht es hier weiter. In der Distanz sieht man Tyree und Col. Und hier unten, das ist unsere Ortschaft Kilchoen, wo ich seit ein paar Monaten wieder versuche, Fußball zu spielen. Ja, lacht ihr nur. Und wenn ihr das sehen könnt, hier ist Adnamurchen Point, das ist unser Leuchtturm, das ist der westlichste Punkt des britischen Festlands. Adnamurchen ist hier eine Halbinsel. In der Entfernung kann man die äußeren Hebriden sehen, Barra, Jüst, Benbecula, Harris und Lewis. Sabine und ich letztes Jahr im Mai. Und dann geht es hier weiter. Da sind wieder die inneren Hebriden mit den Inseln Ram, Mak und Ek. Hier unten ist unsere Ansiedlung Kilmori. Und etwas weiter hinten im Hintergrund sieht man die wunderschöne, die größte Insel der inneren Hebriden, die Isle of Skye. Dann geht es wieder zurück über Loch Arbour. Und wieder bei mir zu Hause in meiner Bucht. Das war's für heute. Bis nächstes Wochenende zum Winzerfest. Macht's gut. Tschüssi.